So Leute, ja, weiter geht's mit den NPCs. Ich glaube, das ist auch schon der letzte Part, ich weiß es nicht. Jedenfalls, im letzten Part wollte ich euch noch diese, ja, School-Plattform erklären. Und dieses Mal werde ich es auch. Jedenfalls kann man die auf Lava platzieren und sobald man auf die drauf springt, bewegen die sich. Allerdings in die falsche Richtung. Verdammt! Die bewegen sich jedenfalls über Lava, halt über jedes Territorium. Bloß in der Luft, da bewegen sie sich nicht. Also, man kann die hier aneinander rein. Und die gelten dann als eine Plattform. Ja, und so bewegen die sich dann auch. Ja. Also, die kann man beliebig lang aneinander platzieren und so lang bewegen die sich dann auch. So. Also da kann man jetzt noch unendlich viele dranhängen und wegmachen. Auch ein einzelner Schädel bewegt sich bereits. Ja. Damit wären wir auch schon fast mit den NPCs wieder fertig. Ja. Jetzt gibt's ja nämlich den Schlüssel. Den verwendet man für Secret Access. Und dazu kommen... Wow. Und dabei kommen wir auch mal ganz nebenbei auf das Schlüsselloch hinzu, das ich bereits in einem anderen Part erklären wollte. Denn Schlüsselloch plus Schlüssel ergibt Secret Exit. So. Also, man braucht einen Schlüssel und ein Schlüsselloch. Das ist unter Background zu finden und der Schlüssel unter Exits bei Super Mario World NPCs. Und wenn man die, ja, ineinander steckt, hat man einen Secret Exit. Jetzt gibt's auch noch, ja, den auch bereits erwähnten Checkpoint. Moment, den brauche ich mir doch jetzt eigentlich gar nicht mehr zu bauen, weil ich den, ja, hier habe ich's bereits aufgebaut. Nämlich hier hinten. Da hätten wir auch nochmal das Schlüsselloch. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Sondern es gibt den, ja, diesen Exit. Dazu baut man hier diese Stange hier ein. Und diese kleine Stange für den Checkpoint gibt's. Das hier ist wieder der gewöhnliche Sternenausgang. Also ich zeig... Ich falsch Position. Oh cool, ich nehme schon mit erst 3 Minuten auf. Nein, ich muss hier meinen lieben Mario platzieren, sonst funktioniert das nicht. Also es gibt den Stern-Exit und dann hat man automatisch einen Stern. Nebenbei, einen solchen Stern sammelt man einfach ein. Sammelt man allerdings einen solchen Stern ein, verlässt man sofort den Level. Also, den hier, einen Moment, mit dem hier verlässt man den Level und den hier kriegt man auf Reserve. Der ist halt dann weg. So, jetzt zum Checkpoint. Wenn man jetzt zum Beispiel hier den Checkpoint aktiviert, kann man sich willkürlich töten. Oder wenn man halt zu dumm für den Level ist. Und wenn man dann halt den Level neu startet, startet man wieder beim Checkpoint. Und dieser Balken, der läuft halt an diesem Background entlang. Und wenn man ihn berührt, läuft man wie beim Super Mario Bros. 3 Exit so lange nach rechts, bis man aus dem Bildschirm verschwindet. Und dann gilt das ganze Level als abgeschlossen. So. Ja. Also, ich möchte auch nur mal zeigen, auch wenn man die Stange nicht berührt, sondern einfach bloß unten drunter durchläuft, verlässt man automatisch den Level. Und die Musik klingt im Hintergrund nach. Toll. So. Ja, das waren jedenfalls die Super Mario World Exits. Und jetzt das Schild.
Obwohl, das erkläre ich später. Hier gibt's halt wieder die berühmten, ja, Ranken. Skelettfische, ja, die schwimmen halt so und dann so und so, ja. Wisst ihr ja, vielleicht. Hier gibt's halt Ludwig. Toll, stirb. Tschüss. Wie gesagt, also es gibt ja auch wieder einen Super Mario World Boss, nämlich Ludwig. Ja, und damit wären wir mit den Super Mario World NPCs durch. Hier gibt es halt Slimes, die verfolgen einen. Die hüpfen einem hinterher. Diese komischen Viecher aus Zelda 2. Diese komischen Blöcke schießen Feuerringe nach einem. Die sind aus der Metroid-Serie. Da, seht ihr es. Ganz böse Dinger, ne? Haben ja auch in meinem SMBX Let's Play große Probleme bereitet. Aber ich bin sie los. Hehe, denn das Projekt ist zu Ende. Diese Gumbas sind eigentlich wie die anderen, die haben bloß einen, ja, bösen Blick. Die hier schweben so entlang, die schweben halt auch über Abgründe, die haben einen Düsenantrieb. Interessant. Diese Viecher krabbeln an Wänden entlang, so wie diese, ja, Spinies hier. Und ja. Dann gibt's auch noch Bully. Die verfolgen einen. Fügen aber auch einem Schaden zu. Also auf die kann man draufspringen, aber die sind unzerstörbar. Man kann sie nur in einen Abgrund schmeißen oder in Lava. So, ja. Lange Pflanzen, die kommen aus Röhren raus. Die verschwinden allerdings nicht wieder in den Röhren, sondern bleiben draußen, bis man sie ihnen Schaden zufügt. Ringe. Herzteil. Das gilt allerdings wie ein Pilz. Dann halt Rubine. Ein Rubin gilt als eine Münze. Blau als 5 Münzen. Der als 20 Münzen. So ein komischer Typ, ich glaube aus Super Smash Bros. Den kann man in der Gegend rumwerfen, auf Gegner und so. Ein alternatives Schloss. Da kann man nämlich zum Beispiel so einen Schlüssel nehmen. Und dann öffnet es sich. Jetzt gibt es auch noch so einen kleinen. Wenn man zum Beispiel Link ist. Jetzt nur als Beispiel. Ja, jetzt sind wir Link. Dann nimmt man diesen Schlüssel. Ja. So auf Reserve und oben. Oben neben der Rubinanzahl zieht man den Schlüssel und so kann man dann einfach so das öffnen. Und wenn man den Checkpoint berührt, kriegt man ein Herz mehr. Gut gemacht, Link. So. Okay. Was gibt's noch alles? Ja, mit dem Amulett. Was hat denn das überhaupt eine Wirkung bei Link? Ich glaube, er wird. Ja, eine Fee. Man wird eine Fee, wenn man dieses Amulett berührt. Überhaupt sehen bei Link Gegenstände meist anders aus. Zum Beispiel auch eine Feuerblume sieht bei Link auch so aus. Hä? Was waren das dann? Oder haben die das? Ja, wahrscheinlich haben sie das mit einer Custom Graphic im Spiel gemacht. Ja, jedenfalls haben die bei Link einen etwas anderen Effekt, die Items. Aber das könnt ihr dann alles noch selbst herausfinden. Wie diese Gumbas funktionieren, weiß ich jetzt nicht. Aber ich möchte mal einen Test durchführen. Schaut jetzt auch mal wieder auf Mario. Mario! Mario Power! Nein, kein Yoshi. Machen wir mal hier wieder Fire Mario. Ich möchte einen Test machen. Und zwar, ob das funktioniert. Ja, weil sonst müsste ich noch etwas länger mit den NPCs herummachen. Möchten wir mal probieren. Ah. Tatsächlich! Tatsächlich, die funktionieren so.
Also das packe ich alles in einen Special Part rein. Da geht's so viel zu erklären. Das ist so ein tolles Thema in dem Spiel. Oh, ja. Erkläre ich euch in einem Special Part. Also zu diesen Goombas, zu diesen Plattformen und zu diesen Blöcken und diesen Blöcken werde ich alles in einem Special Part erklären. In diesem Part möchte ich allerdings nur die NPCs fertig kriegen. Jedenfalls gibt es auch noch als Person Link und Bombette. Die Bombette sah anders aus. Gibt's halt auch noch. Dann kann man auch noch Mutterbrain zusammenbasteln. So. Nee. Vielleicht kann man ihn eigentlich jetzt ganz einfach besiegen. Machen wir mal hier. Einmal Mario. So. Dann kann man hier das Glas kaputt machen. Ist es erstmal kaputt, kann man Mutterbrain angreifen. Und der hält 10 Treffer aus. Oder das hält 10 Treffer aus. Und dann ist es tot. Damit wären wir mit den hauptsächlichen NPCs durch. Und ja. Das hier hatten wir auch. Ja, womit mache ich weiter? Machen wir mit Message weiter. Dazu begeben wir uns wieder auf einen anderen Layer. Nennt man das so? Ich weiß es gar nicht. So, nehmen wir einfach mal als Beispiel Person so ein Toadier. Jetzt kann man hier oben in dieses Message-Feld eine Nachricht eingeben. Zum Beispiel: Hi Mario. So, und dann kann man den hier irgendwo platzieren. Und dann kann man hier auch auf Test drücken. Und dann sieht man hier, steht die Message. Hi Mario. Verdammt. Ich muss natürlich wieder auf den entsprechenden Layer meinen lieben Mario setzen. Wie lange die Aufnahme? 12 Minuten. Okay. Dann gut. Legen wir los. Also, man kann hier jetzt mit dem Hüb sprechen und wenn man dann an dem vorbeiläuft, erscheint hier so ein Ausrufezeichen und dann kann man mit dem reden, wenn man nach oben drückt bei mir. Also auf der Tastatur. Also ich hatte es in den Einstellungen so eingestellt, dass man nach oben drücken muss. Aber man kann ja die Steuerung beliebig verändern. Hi Mario! Und dann spricht man mit dem. Ist Message, wenn man es einfach nimmt. Es gibt dann noch viele Ausschmückungen und dann kann man eben verschiedene Personen reden lassen, den so kreischen lassen, so komisch. Prinzessin Peach, Luigi, Link und halt so eine Bombe hier. Man kann sogar Gegner sprechen lassen. Da. So. Da passt mal. Uff. Hier, so. So ein Gegner, wenn er sprechen kann, kann man übrigens gar nicht mehr töten. Der kann auch Mario dann nicht mehr töten. Hey! Hey! Ja, also man kann alles Mögliche sprechen lassen. Man kann, glaube ich, sogar einen Pilz sprechen lassen. Kann ich ja mal ausprobieren. Bin ich gespannt, ob es funktioniert. Tatsächlich, man kann sogar Items sprechen lassen. Ah, epic. Epic shit. Ah, wie geil. Ja, man kann jedenfalls alle möglichen Dinge sprechen lassen. Übrigens, wenn Personen nicht sprechen können, zum Beispiel, wenn man da oben ins Feld nichts eingibt, kann man hier zum Beispiel jetzt alle möglichen Personen platzieren? Als Beweis mache ich mal alle. Man kann nämlich, wenn die gar nichts sagen, fressen.
Die ergeben dann einen Pilz. Link kann man fressen, Peach kann man fressen, sogar Luigi kann man fressen. Ja, so viel dazu. Da sieht man auch, wenn man die tötet, also mit Nirasa löscht, springt ein Pilz dabei heraus. Ja, das war jedenfalls das Message Event. So, dann geht's hier. Don't move. Für Personen wie Luigi, Peach, Toads hat es eigentlich keinen großen Effekt. Aber ein Goomba, der läuft ja hier gewöhnlich hier rum, kann man jetzt mit so Gegnern hier halt machen. Wenn man jetzt hier allerdings auf das Don't Move Event klickt, bewegt er sich nicht. Das ist das Don't Move Event. So. Aber es ist eben auch nur eins von vielen Elementen. Dann kann man Friendly machen. Pass auf, wenn man jetzt zum Beispiel hier oben eine Message eingibt, sei es bloß der Buchstabe A, springt hier automatisch das Ding auf Friendly um. Drückt man dann allerdings nochmal drauf auf No, dann kann der nicht mehr sprechen. Der muss auf Friendly stehen, um sprechen zu können. Da. Denn wenn er friendly ist, kann er was sagen. Der muss jetzt allerdings nicht unbedingt irgendwas sagen können. Der kann auch einfach so herumlaufen und gar nichts sagen. Aber der fügt dann keinen Schaden zu, wenn er auf friendly steht. So. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, habt ihr mal gesehen, was ich da alles aufgenommen habe? So. So. Ja. Barret. Oder wie das ausgesprochen wird. Das verwendet man hauptsächlich für Gemüse hier. Es liegt jetzt natürlich hier einfach in der Oberfläche, aber mit Barret kann man Dinge in der Erde vergraben. Und kann die dann so ausgraben. Das ist das beliebte Super Mario Bros. 3 Event. Jetzt kann man natürlich auch andere Dinge vergraben. Zum Beispiel das da. Gegner kann man auch vergraben. Bosse kann man auch vergraben. Da der Beweis. Kann man zum Beispiel Wart vergraben. Ja. Ihr seht schon, man kann alles Mögliche vergraben. So, was jetzt allerdings nicht man mit jedem NPC wirklich machen kann, ist Bubble. Denn Bart kann man zum Beispiel nicht in eine Bubble stecken. Allerdings kann man ein gewöhnliches Item wie ein Pilz oder ein Goomba in eine Bubble stecken, also in eine Blase. Die schwebt dann hier so herum. Das Event sollte man eigentlich aus Super Mario World kennen. Denn dann schwebt das hier alles in einer Blase herum. Und wenn man die berührt, geht die kaputt. Und dann kommt, was auch immer da drin steckt, ja, da raus. Wunderbare Zweideutigkeit. Ja. Und Lakitu kann man natürlich auch noch anstellen. Nicht verwechseln mit dem Lakitu. Der wirft immer seine Stachis ab. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Pilz nimmt und hier auf Lakitu drückt und ihn hier jetzt irgendwo platziert, wirft der Lakitu Pilz ab. Ich weiß nicht mal, kann man den töten? Ich glaube nicht. Kann man den töten? Nee, nicht wirklich, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, den Lakitu kann man nicht töten. Nee, den kann man nicht töten. So, dann wirft er jedenfalls dauernd solche Gegenstände ab. So. Oh Gott. Schon wieder so viel aufgenommen. Ich bin sowieso langsam mit den NPCs fertig. Dann haben wir uns eben vier NPC-Parts. Ja, dann stecken jedenfalls diese Items in Lakitus. Der kann dann auch Yoshis Gegner abwerfen. Bosse kann es sogar auch abwerfen. Ja, alles Mögliche kann man dann in Lakitu stecken. Und der ist unzerstörbar. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und sehen uns im nächsten Tutorial-Part wieder. Bis dann und ciao.